Themen wie zum Beispiel, ist LeBron James besser als Nassir Little? Dann kommst du an. Nächste Woche, wenn das Thema ein bisschen ausgeglichener ist, kommst du einfach nicht. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shots Fired, heute mit zwei dicken History-Debatten. Hier geht es um den größten Coach aller Zeiten, bei Björn geht es um die größte Franchise aller Zeiten. Also lohnt sich extrem, Link zu Björns Folge in der Beschreibung. Wie immer lösen wir am Anfang jeder Folge auf, wie in der letzten Folge unser tatsächlicher Standpunkt aussah. Wir haben über die größte Überraschung der bisherigen Saison gesprochen, Cavs vs. Bulls. Du warst Team Cavs. Wie sieht's bei dir aus? Ich bleib bei meiner Meinung. Ich habe die Cavs vertreten und ich sage, die Überraschung, dass sie vom absoluten Keller-Team-Kandidat zu einem der Top-Teams in der Eastern Conference gegangen sind oder zumindest ins starke Mittelfeld, finde ich eine größere Überraschung, wenn ich drüber nachdenke, als die Bulls, die sich im Sommer einfach krass verstärkt haben und mit diesem Personal halt gerade natürlich ein bisschen overachieven. Das ist auch eine schöne Überraschung. Aber die größere Überraschung ist meiner Meinung nach die Cavs, weil keiner hat an die Cavs gedacht. Also für mich ist es sehr, sehr eng, muss ich sagen, weil ich habe mit den Bulls niemals gerechnet. Ich hätte sie maximal an 5 oder 6 gesehen. Deswegen ist es schon eine große Überraschung. DeRozan ist eine große Überraschung. Aber ich glaube auch so ein bisschen aufgrund meiner Sympathien für die Cavs und weil sie auch einfach Spaß machen, würde ich wirklich ganz knapp mit 51-49% auch mit den Cavs gehen. Aber ich habe es euch gesagt, es ist close. Sobald die Kamera ausgeht, sagt er immer, ey, du hattest recht. Immer sage ich das, immer. Heute auch. Heute das war das erste Mal in 3 Jahren Shots Fired, dass ich das gesagt habe. Genau, dann müssen wir wie immer noch kurz auflösen, wer den League Pass gewonnen hat in der letzten Folge. Das blenden wir einmal hier ein. Denkt dran, ihr könnt unter jeder Debatte immer einen League Pass Code für einen Monat gewinnen. Dazu müsst ihr einfach mitdiskutieren in den Kommentaren und dann in eurem Kommentar auch noch euren Instagram-Namen dazu schreiben, damit wir euch kontaktieren können. Gleiches gilt für die Debatte bei Björn. Und jetzt kann es losgehen. Wir wollen darüber reden, wer ist der größte Coach aller Zeiten? Du bist Team Phil Jackson, ich bin Team Greg Popovich und der Gast darf immer anfangen. Okay, also so leicht wie heute ist es mir eigentlich noch nie gefallen. Ja, klar. Ich weiß, es gibt eine Menge Sympathie da draußen für Greg Popovich, von mir natürlich auch. Und er ist sicherlich einer der krassesten Taktiktrainer, jemand, der immer es irgendwie schafft, mit egal welchem Personal du ihm hinstellst, 50 Siege einzufahren, in die Playoffs zu gehen und dann in der ersten Runde rauszufliegen. Das ist die Greg Popovich-Erfahrung, wenn nicht gerade Tim Duncan, Manu Ginobili und Tony Parker mit in der Mannschaft stehen. Aber ich will ihn gar nicht schlecht reden, weil ich habe wirklich eine Menge Respekt für ihn. Ich will nur einfach einmal den Kontrast darstellen zu Phil Jackson. Phil Jackson hat 20 Jahre in der NBA gecoacht. Greg Popovich hat 26 Jahre gecoacht und coacht aktuell auch noch. In seinen 20 Jahren hat Phil Jackson 11-mal als Coach den Titel gewonnen mit 2 verschiedenen Teams. Und wenn man mal ehrlich ist, eigentlich mit 4 verschiedenen Teams, weil es dann wiederum andere Zusammenstellungen gab in den Mannschaften. Er hat außerdem 14-mal die Conference Finals erreicht. Das bedeutet, in 55% seiner gecoachten Saisons ging er am Ende heim mit der Meisterschaft und in 70% seiner gecoachten Saisons ging er zumindest bis ins Conference-Finale. Bei Greg Popovich sind die Werte leider nicht ganz so beeindruckend. Da sind es 19% der Spielzeiten wurden mit einem Ring beendet und 38% im Conference-Finale. Nochmal, nichts gegen Greg Popovich, aber an das Resümee vom Zen-Master, vom Mr. 11 Ringe, kommt er einfach nicht ran. Und Phil Jackson hat übrigens noch 2 Ringe als Spieler, das nur so nebenbei. Seit den 60er Jahren gab es nur noch 3 Threepeats in der NBA. Welcher Coach hat all diese Threepeats gecoacht? Phil Jackson. Und wer war ganz knapp davor, den 4. auch noch zu ercoachen? Phil Jackson mit den Lakers. Weil das Team auseinandergebrochen ist, okay. Wie es auch bei den Warriors passiert ist, die sogar Kevin Durant und Steph Curry 2 MVPs im Team hatten. Also ein Freepeat holen, da machst du eigentlich meinen Punkt. Also hat er eigentlich 11,5 Titel geholt. Nein, nein, nein. Du machst aber gerade meinen Punkt, weil Freepeaten ist so verdammt schwer. Seit den 60ern hat es niemand mehr geschafft, außer Phil Jackson. Greg Popovich hat es noch nicht mal geschafft, einen Titel zu wiederholen. Mhm. Er hat noch nicht mal gerepeated. Okay, ich kann dir noch viel mehr erzählen, aber du willst jetzt natürlich auch mal was sagen. Natürlich. Um es kurz zu machen, Resümee Phil Jackson, Resümee Greg Popovich, Sympathie für beide, aber es ist keine Diskussion. Okay,
der Reihe nach. Also bevor vielleicht in den Kommentaren die Frage aufkommt, was ist mit Red Auerbach, der soll auch auf jeden Fall kurz seine Blumen bekommen. Sicherlich auch ein ikonischer Coach, gehört in das Gespräch. Ist, glaube ich, so ein bisschen der gleiche Grund, warum Bill Russell nicht in der GOAT-Conversation ist. Es ist halt diese dominante 60er-Ära der Celtics, wo einfach 9 Meisterschaften geholt wurden. Wenn man danach gehen würde, müsste Bill Russell mit 11 Titeln der GOAT sein, ist er aber nicht. Und ich glaube, deswegen haben wir auch gesagt, wir beschränken uns eher auf Phil versus Pop. Absolut. Anstatt zu sagen, dass Red Auerbach auch noch mit drin ist. Aber er ist natürlich einer der größten Coaches aller Zeiten. Und der Bezug fehlt natürlich auch irgendwo. Also wir haben halt diese Teams nicht gesehen, wir haben aber genug gesehen von den Mannschaften, die diese Jungs gecoacht haben. Genau, und beide haben auch tatsächlich gegeneinander gecoacht. Die Ehren haben sich so ein bisschen überschnitten. Genau. Ne? Kommen wir zu Greg Popovich. Ja? 5 Meisterschaften, 3-mal Coach des Jahres, ist jetzt aktuell noch 10 Siege davon entfernt, der Coach mit den meisten Siegen in NBA History zu werden. Hat die Spurs seit 96 zu 22 Saisons mit positivem Record geführt, darunter 19 Mal mindestens 50 Siege, 18 Mal in Folge übrigens, und 6 Mal sogar mindestens 60 Siege geholt. Hat als Head Coach immer nur eine Franchise gecoacht, 26. Saison aktuell bei den Spurs, dazu noch Goldmedaillengewinner als Team USA Head Coach 2020 in Tokio, sollten wir auch nicht unerwähnt lassen. Phil Jackson. Es geht um NBA Coaching. Wenn du mit Team USA eine Goldmedaille gewinnst, Glückwunsch. Phil Jackson. Glückwunsch, wirklich. Danke, danke. Phil Jackson, du hast es gesagt, für ihn sprechen die 11 Titel und die insgesamt gesehen leicht höhere Siegquote, 70,4% gegenüber 66,2%. Natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Greg Popovich jetzt in den letzten Jahren zum ersten Mal ein paar Losing Seasons gecoacht hat mit den Spurs, die jetzt nun mal eben im Umbruch sind. Aber ansonsten spricht in meinen Augen nicht viel weiteres für Phil Jackson, weil du hast dich ja auch darauf beschränkt. Du hast gesagt, 11 Titel, einziger Coach, der gethreepeated hat in den letzten, was weiß ich, wie vielen Jahren, 3 Threepeats, er ist der GOAT. Naja, es kommt. Und da kann ich gerne zu Bill Russell zurückkommen. Wenn wir nur auf die Titel schauen, dann muss Bill Russell auch der GOAT sein. Das ist zu einfach. Nein, da muss ich intervenieren, weil das ist zu einfach. Die 60er-Dominanz der Celtics, du hast es gerade angesprochen, warum man die nicht zählen kann. Damals gab es 8 Teams in der NBA. Wir sprechen hier von der modernen NBA. Genau. Und ich rede deswegen über die Titel, weil es so viel mehr sind als bei Greg Popovich, obwohl Phil Jackson 6 Jahre weniger gecoacht hat. Das ist total wichtig. Genau. Und das ist mein nächster Punkt. Okay, davor eine Frage von mir. Was ist das Ziel von einer NBA-Saison? Meister für jede zu werden. Mannschaft? Ja, Meister zu werden. Genau. Okay. Also ist nicht der beste Coach, der die meisten Meisterschaften ercoacht? Okay. Darauf kriege ich keine Antwort, weil sein Ja ist. Nein, doch, nein. Natürlich. Was ist denn die Lösung? Erstmal werden Meisterschaften nicht durch 1-gegen-1-Duelle zwischen Coaches entschieden, sondern immer noch von Teams und Spielern, die auf dem Feld stehen. Dazu komme ich aber gleich. Phil Jackson, du hast gerade gesagt, in so und so viel Prozent seiner Saisons wurde er Meister. Das ist eine viel höhere Quote. Greg Popovich nur 19% seiner Saisons. Ja gut, wenn du 26 Jahre deiner Franchise treu bist, dann ist die Quote natürlich niedriger. Wir können auch 20 nehmen, dann ist sie trotzdem noch deutlich niedriger. Ich stelle dir eine Frage. Angenommen, du würdest immer nur hier erscheinen für Shots Fired-Debatten, wenn du den deutlich einfacheren Standpunkt hättest. Themen wie zum Beispiel. Das war heute in beiden Debatten der Fall. Themen wie zum Beispiel, ist LeBron James besser als Nassir Little? Dann kommst du an. Nächste Woche, wenn das Thema ein bisschen ausgeglichener ist, kommst du einfach nicht. Dadurch hast du einen extrem guten Record bei den Debatten, denn du gewinnst ja immer, weil du nicht erscheinst, wenn es für dich ein bisschen härter wird. Phil Jackson hat diese hohe Quote, weil er sich einfach immer ins gemachte Nest gesetzt hat, während Greg Popovich seit 26 Jahren Umbruch nach Umbruch nach Umbruch mitmacht und immer wieder neue Teams, neue Contender, neue Champions aufgebaut hat. Und ich kann das jetzt gerne für dich aufschlüsseln. Erstens hat Phil Jackson 3 der besten 10 Spieler aller Zeiten coachen dürfen. Welcher Coach kann das für dich sagen? Du hast den GOAT gecoacht, du hast Kobe, den Baby GOAT, gecoacht, die 2.0er-Version von MJ oder die Light-Version von MJ vielmehr, und du hast den dominantesten Big Man aller Zeiten gecoacht in Shaq. Greg Popovich hat, wenn es hochkommt, einen einzigen Top-10-Spieler aller Zeiten gecoacht. Tim Duncan bewegt sich in diesen Listen immer so zwischen 9 und 11. Aber haben wir ihn mal drin, dann hat Greg Popovich einen Top-10-Spieler aller Zeiten gecoacht. Phil Jackson, was ich ihm gebe, er konnte wahrscheinlich besser mit Stars umgehen als jeder andere. Mit Egos, mit Stars, mit Allüren, das konnte er sehr gut und er konnte diese Teams gut führen. Definitiv. Aber was hat er gemacht? Er hat in Chicago ein Team
in dem MJ und Pippen schon gespielt haben, übernommen. Dieses Team war bereits Contender, war in der Saison davor bereits in den Conference Finals. Bitte nicht vergessen. Dann, nach dem 6. Titel mit den Bulls, ist auch die Frage, wenn MJ der GOAT ist, wie viel Credit gibst du dann Phil Jackson? Das muss man wirklich fragen. Das sind nicht Phil Jacksons Titel, das sind MJs Titel. Aber er hat sie gewonnen als Coach. Das gebe ich dir. Ich wünschte, ich wäre nicht so respektvoll, weil ich könnte gerade bei jedem Satz reingrätschen und dir sagen, nein, also du hast nicht recht. Doch, in Chicago ein Team übernommen, was zuvor in den Conference Finals war, mit dem GOAT und mit Scottie Pippen, einem Top 50 Player of all time. Dann ein Jahr Pause gemacht und dann zu den Kobe und Shaq Lakers gegangen, die ebenfalls bereits ein Playoff-Team war, das in den Jahren zuvor immer mindestens in der zweiten Runde oder in den Conference Finals war. Dann gab es eine Phase, in der ein bisschen gestruggelt wurde, nachdem Shaq weg war. Dann kam der Pau Gasol-Trade und dann hat er sich eben nochmal zwei Meisterschaften geholt. Aber, was ich sagen nochmal will... Nochmal zwei Meisterschaften geholt. Ja. Als wäre das so einfach gewesen mit den Kobe und Pau Gasol-Lakers. Es ist nicht einfach, aber du musst doch anerkennen, dass Greg Popovich einen ganz anderen Prozess durchgemacht hat in 26 Jahren Spurs im Vergleich zu Phil Jackson, der gesagt hat, okay, ich coach jetzt die MJ Pippen Bulls und ich coach die Kobe Shaq Lakers, die schon da sind. Ey. Die sind schon da. Ja, dann scheinbar Greg Popovich, der tollere Mensch, so wie du das gerade darstellst. Was sind denn die Resultate? Erzähl es mir, weil ich verstehe diesen Punkt nicht. Dieser Punkt, dass man das immer romantisiert. Ja, Greg Popovich, der war aber immer in San Antonio. Erstmal hat er seinen eigenen Headcoach gefeuert, als er GM war und hat sich selber installiert als Headcoach. Das ist schon mal eine sehr coole Aktion von ihm und ist seitdem nicht mehr von diesem Posten weggegangen. Glaubst du, wenn er jetzt noch 5 Seasons schlecht coachen würde oder die Teams gegen die Wand fahren würde, glaubst du, irgendjemand würde sich trauen zu sagen, ey, wir glauben, wir müssen mal zu einem nächsten Coach? Also. Nein, er hat diesen Legendenstatus. Lass mich das zu Ende bringen. Dein Punkt ist, ja, guck mal, Greg Popovich schafft es mit jedem Spieler irgendwie kompetitiv zu sein. Phil Jackson hat das nie bewiesen, stimmt aber gar nicht, weil in den Teams, wo Michael Jordan nicht gespielt hat, hat er trotzdem dafür gesorgt, dass die Bulls in die Playoffs gehen oder nicht? Hat er da nicht das Team? Sie hatten aber immer noch Scottie Pippen. Ja. Und hast du sein Buch gelesen? Denkst du jetzt auch, er ist so gut wie Michael Jordan? Nein, ist er doch nicht. Aber mit diesem Team damals ein Playoff-Team zu sein, das ist jetzt nicht, das ist kein All-Time Great Achievement. Okay, ja, sei es drum. Ich verstehe nicht den Punkt von dir. Dein Punkt ist, guck mal, Greg Popovich ist ein toller Coach, weil egal welches Team du ihn hinstellst, er kriegt Erfolge. Ja, gebe ich dir ja auch. Aber was bringt mir das, wenn du jedes Jahr dann in den Playoffs rausfliegst? Wohingegen Phil Jackson die heftigsten Egos aller Zeiten unterbringen musste. Die dirigieren musste, die motivieren musste. Was war denn mit Kobe und Shaq? Wie gut haben die sich denn verstanden? Wie viele Erfolge hatten die, bevor Phil Jackson kam? Nämlich gar keine. Wie viele Erfolge hatte Michael Jordan mit Scottie Pippen? Gar keine. Sie wurden jedes Jahr von den Bad Boys geklatscht. Er war der Schlüssel, der dafür gesorgt hat. Was hat Michael Jordan... Er ist ja auch ein guter Coach, das will ich ja gar nicht sagen, aber... Was hat Michael Jordan gesagt in The Last Dance, als er hörte, dass Phil Jackson der neue Coach wird? Er hat gesagt, ey, ich hatte keinen Bock auf den. Weil der hat zu mir gesagt, gib den Ball her, wir spielen Teambasketball, das wollte ich nicht. Der hat dem größten Spieler aller Zeiten gesagt, ey, so wie du spielst, so gewinnen wir keine Championship. Das ist ein Meisterschaftscoach. Und dieser Typ hat 11 Ringe gewonnen. 5 mehr als Greg Popovich. Nochmal, ich will ihn ja auch nicht trashen. Ich sag ja auch, er ist der zweitbeste Coach aller Zeiten. Das ist ja... Nein, ich muss natürlich hier gegen ihn argumentieren, aber ich will ihn ja nicht trashen. Natürlich war er ein guter Coach. Natürlich hatte er auch seine Qualitäten. Und natürlich war er auch taktisch gut. Trotzdem zeichnet er sich für mich auch dadurch aus, dass er eben in der Lage war, mit diesen Superstars zu arbeiten. Das musst du auch können, das kann auch nicht jeder. Aber Greg Popovich hat 5 Titel mit Tim Duncan. Pass auf, Tim Duncan ist der am einfachsten zu handelste Superstar aller Zeiten. Genau, genau, ganz richtig. Genau. Neben Dirk Nowitzki. Gebe ich dir. Schauen wir doch bitte, was Popovich gemacht hat. Ich habe es eben aufgezählt, die ganzen Rackets und was in Playoff-Streak und 50-Win-Streak und 60-Win-Seasons und so weiter. Aber Greg Popovich, und das kann... Da kann Phil Jackson nicht mithalten. Er hat in dieser Spurs-Ära 4 Arten von Spurs-Teams aufgebaut und zum Titel geführt und immer wieder diese Teams neu erfunden.
Angefangen mit den Twin Tower Spurs 1999. Erstmal muss er erwähnen, dass er die Spurs übernommen hat in einer 20-62 Saison, als sie ein absolutes Losing-Team war. David Robinson war verletzt. Darauf das Jahr direkt 56-26 gegangen in den Playoffs mit einem Rookie des Jahres, Tim Duncan, einem der besten Rookies aller Zeiten wahrscheinlich. Der größte Glücksgriff seiner Karriere. Okay, aber dann die Twin Tower Spurs 99 mit einem schon etwas älteren David Robinson und einem jungen Star in Tim Duncan. 22 Jahre alt, Finals MVP. Ja. Das war das erste Spurs-Team. Dann die Peak-Tim Duncan Spurs 2003 mit einem jungen Tony Parker, 28. Pick, und einem jungen Manu Ginobili, 57. Pick. By the way, solche Spieler zu den Spielern zu entwickeln, die sie dann wurden. Respekt an Popovich, die ganze Staff und die Spurs-Organisation. Das waren Parker und Ginobili in Anfangsjahren und Tim Duncan war auf einem anderen Level. Averages in diesen Finals 24, 17, 5 und 5 Blocks. So gut haben wir Tim Duncan nie wieder gesehen. In Spiel 6 gegen die Nets fast ein Quadruple-Double, 21, 20, 10 und 8 Blocks. Wahnsinn. Das waren die Peak Tim Duncan Spurs. Dann kamen die Big 3 Spurs 2005 und 2007. Tony Parker auf einem hohen Level, Ginobili auf einem hohen Level. Alle drei inzwischen fast gleich wichtig, abgesehen von der Defense, da war Tim Duncan natürlich immer noch der Anker, aber wenn du die offensiven Stats anguckst, war das eine Big Three. Und dann haben wir zu guter Letzt die 2014er Team-Basketball... Du hast den 2007er vergessen. Nee, 2005 und 2007 habe ich gesagt. Das waren die Big Three Spurs, so. Diese beiden Titel. Ja, und das dann, waren auch schwere Finals da, 07. Das kannst du ruhig dazu sagen. 2005 gegen die Pistons waren keine schweren Finals? Nee, aber 2007 war ja auch wirklich schwer. Gegen LeBron James, den zweitbesten Spieler aller Zeiten. Okay, die Finals waren geschenkt, gebe ich dir. Aber trotzdem ein Beleg dafür, 2007 Finals-MVP Tony Parker. Ja. So ein bisschen die Wachablösung, nicht mehr die Peak Tim Duncan Spurs, sondern die Team Big Three Spurs. Jetzt haben wir 2014 die Team Basketball in Perfektion Spurs, die Miami Heat, Two-Time Defending Champions, vernichteten. Und jetzt kommt's, ohne dass ein Spieler mehr als 18 Punkte scorte. Tony Parker 18, Kawhi 17,8, Duncan 15,4, Ginobili 14,4. Dazu mit Patty Mills, Danny Green, Boris Diaw, Thiago Splitter und Marco Bellinelli einfach ein perfekt funktionierendes, cleveres, wunderschön spielendes Basketballteam. Das sind einfach vier verschiedene Teams, die du aufgebaut hast, mit denen du zur Meisterschaft gegangen bist. Und du hast dich einfach immer wieder neu erfunden, entsprechend deinem Personal. Kawhi Leonard war der 15. Pick. Indiana hat gesagt, ey komm, gebt uns George Hill. Hier habt ihr diesen jungen Kawhi Leonard. Was sollen wir mit dem? Was ist aus Kawhi Leonard geworden bei den Spurs? Die wollten einen Point Guard. Was ist aus ihm geworden bei den Spurs? Finals MVP in so jungem Alter. 15. Pick. Auch ein Verdienst von Greg Popovich, weil er immer aus dem Material, was er hatte, das Maximum rausgeholt hat, Spieler entwickelt hat und mit Kontinuität und Disziplin einfach immer wieder neue Teams aufgebaut hat. Und deine Quote, und dann bin ich erstmal fertig, deine Phil Jackson Meisterschaftsquote, die würde ich gerne mal sehen, wenn Phil Jackson gesagt hat, ey, ich coache jetzt mal 26 Jahre in Folge die Lakers und nehme nicht nur die Höhen mit, sondern auch die Tiefen und bin auch mal da, wenn Shaq weg ist. Wenn Kobe sich die Achillessehne reißt, wenn Kobe ein bisschen älter wird, dann coache ich trotzdem weiter. Dann will ich gerne die Quoten sehen und ob er dann auch neue Championship-Teams aufgebaut hätte, das will ich bezweifeln. Puh, ja, danke für die Spurs-History-Lesson. Also das ist heute wirklich eine Folge für die absoluten Hardcore-Fans von der NBA. Also guck mal, wenn Greg Popovich so krass ist, wie du ihn gerade dargestellt hast, dann verstehe ich beim besten Willen nicht, wenn er doch mit Peak Tim Duncan, Peak Big Three hier, Team Basketball da, er hatte immer diese perfekten gecoachten Teams. Warum hat das jedes Jahr in der Folgesaison verkackt? Warum hat das nie geschafft, mit einem so einem Team zu repeaten mindestens? Weil das, was du für Jackson ankreidest, dass er diese Top-Teams hatte, die hatte Popovich auch. Nur er hat es nie geschafft, aus denen eine wirkliche Dynastie zu machen, dass sie über mehrere Jahre hintereinander gewinnen. Okay, das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Also sag mir bitte dazu deine Meinung. Gerne. Also, erstes Beispiel. Den Titel 2014 hat Popovich, haben die Spurs, inmitten des Miami Heat Runs gewonnen. Einem unfassbar starken Team. Nein. Warte mal. Komplett am Ende mit einem verletzten Dwayne Wade. Okay, aber das war das sind wir Ende ehrlich? Des Miami. Sie waren 2013 einen Coinflip davon entfernt, auch diese Version der Heat zu schlagen. Sie waren auf dem gleichen Level. Schön, das musst du mir geben. Sie waren auf dem gleichen Level.
Zu dem Zeitpunkt ja, aber schön, ja, dass du das ansprichst. Du willst mir jetzt wahrscheinlich erzählen, dass er Tim Duncan ausgewechselt hat am Ende und dass das ein strategischer Fehler war. Brauchst du gar nicht erwähnen, weiß ich, dass das jetzt kommt. Was ich sagen will... nein, das moderierst du nicht so ab. Einer der größten Coaching-Fehler, die es überhaupt gab in den Finals. Mhm. Richtig? Der Ray Allen-Wurf, der Offensiv-Rebound von Chris Bosh, wieso war der möglich? Weil Greg Popovich entschieden hat, ich tue Tim Duncan raus. Und dadurch war dieser Wurf möglich. Hätte Chris Bosh den gleichen Offensiv-Rebound geholt gegen Tim Duncan? Unwahrscheinlich, ja. Sehr unwahrscheinlich. Das habe ich ja extra erwähnt, ja. Ja, und du hast es so erwähnt, als würde man es einfach mal so nebenbei sagen. Nee, das ist ein ganz wichtiger, fataler Fehler von ihm gewesen. Okay, du hast mich aber gerade eigentlich gefragt, warum er nicht gerepeated hat. Ja. Yeah. Und dann habe ich dir erstmal erwähnt, dass er zum einen in dieser Miami Heat-Ära eine Meisterschaft gewonnen hat. Dann, welche Ära begann nach dem 2014-Titel? Nein, ey, das die ist Warriors-Dynastie. Egal. Du hast mich gefragt, warum er nicht repeated hat. Die 14er Spurs sind doch nicht das Team, mit dem er hätte repeaten müssen. Okay, das, mit welchem hätte er repeaten müssen? Mit dem 2003er, mit dem 2005er, mit dem 2007er. Das ist doch die Peak-Zeit. Hatte er doch alles. Mit dem 2004er Team. Ja, 2003 hat er die Meisterschaft gewonnen. 2004 gab es das Lakers Superteam mit Kobe, Shaq, Malone und Payton, was, wie du immer gesagt hast, in den Finals auseinandergebrochen ist. Es war trotzdem ein sehr gutes Team. Es war ein sehr gutes Team. Das hat nicht mal miteinander geredet. Jeder in dieser Mannschaft hat sich gehasst. Trotzdem kannst du gegen dieses Team verlieren. Aber nicht gegen ein Meisterschaftsteam verlieren. Nee. Genauso wie du 2006 in 7 Spielen durch ein herausragendes Play von Dirk Nowitzki, End One, auswärts on the road in Overtime, gegen die Mavs verlieren kannst. Genauso wie du 2008 nicht Meister werden musst, wenn ein Superteam in Boston geformt wird und die Lakers Kobe und Pau haben. Du hast das Superteam gar nicht gesehen. Wirf das nicht ein. Ich will nur sagen, es ist nicht so, dass er jetzt Meisterschaften verschenkt hat, weil er so schlecht gecoacht hat. Nein, es gab eben auch gute Konkurrenz und du wirst in 26 Jahren nicht 26 Mal Meister, aber wenn du 5 Meisterschaften holst, hast du trotzdem eine bessere Quote als 99% aller Teams in der NBA. Ich glaube, jeder da draußen ist gerade auf meiner Seite. Nein, jeder denkt sich, krass, was feuert der da ab? Was feuert der da ab? Einfach ein Argument nach dem anderen, hat auf alle Fragen eine Antwort und vermischt dich einfach gerade. Die Antworten sind Quatsch. Ich habe es dir gerade gesagt. Du hast keine Antworten darauf. Lass es mich so sagen. Du hast eine Antwort darauf, du hast eine Ausrede darauf. Weißt du, wer keine Ausrede braucht? Der beste Coach aller Zeiten. Gott, ja. Weil, der arme Greg Popovich, jedes Jahr war ein anderes böses, starkes Team da und hat seine Spurs rausgehauen. Weißt du, wo auch böse, starke Teams geherrscht haben? Genau, Lakers. Weißt du, was er hätte machen sollen? Einfach nicht coachen in den Jahren, wo das Team nicht gut so ist. Einfach nicht coachen. Das ist so ein Bullshit. Er hat gecoacht. Sabbatical, ich mache jetzt ein Jahr Pause. Kein Bock. Das ist komplett. Oh, Kobe und Shaq, da bin ich wieder am Start. Oh, Gasol kommt, ich bin wieder am Start. Guck dir an, wann er gecoacht hat. Der Mann hat 6 Finals hintereinander gecoacht. Dann hat er sich ein Jahr Pause genommen, eine halbe Saison, weil es ein Lockout hier war, und ist im nächsten Jahr zu den Lakers, genau, die davor noch nichts gewonnen hatten, und hat Shaq zum MVP in der nächsten Saison gecoacht. Und hat dann er hat Shaq zum MVP gecoacht. Shaq war ein absolutes Monster, Junge. Nein, war er nicht. Frag Shaq. Okay, warte. Es gibt Interviews von Shaq, wo Shaq selber sagt, Phil Jackson kam rein und hat gesagt, ich möchte, dass du im nächsten Jahr 28 und 12 averaged. Er hat 28 und 12 geaveraged. Shaq sagt das selber. Was willst du jetzt von mir? Okay. Shaq sagt das doch selber. Also das ist eine Coaching-Leistung, dass er sagt, ich möchte, dass du 28 und 12 machst? Das ist lächerlich. Was ist die Coaching-Leistung von Popovich? Aber dass er Tim Duncan sagt, ey du, Tony Parker ist voll auch ganz gut, gib ihm mal den Ball. Also hat Shaq in Orlando noch nicht dominiert? War er da noch kein absolutes Monster? Nein, er war kein MVP. Ja, aber also. Du willst jetzt den ganzen Credit für Shaqs Leistung Phil Jackson geben? Hat er auch MJ gesagt, Average mal 35? Jetzt sehe ich, was du machst. Du ziehst es ins Lächerliche. Nein! Jeder da draußen weiß gerade auch wieder, dass ich recht habe. Nein, aber... Natürlich, 100%. Ich sag doch nicht, dass er keinen Credit verdient. Aber ja, du kannst ihm doch nicht den 100%igen Credit geben oder so einen großen Credit dafür, dass Shaq einer der dominantesten Big Men aller Zeiten ist. Das wäre ja auch so gewesen. Okay, also die ganzen Jahre davor, als die Lakers wenig Erfolg hatten und dann plötzlich mit Phil Jackson 3-mal hintereinander den Titel gewinnen, das lag nur daran, weil Shaq so krass war. Sag mir kurz, was die ganzen Jahre heißt. Shaq war jetzt noch nicht 9 Jahre in L.A., als Phil Jackson kam. Wann ist er hin? Er war auf jeden Fall, seit 96 war er da. Ja. Ja, seit 96, das sind 4 Jahre. Ja, und sie waren zuvor auch in den Conference Finals und in der zweiten Runde, also sie waren kein Lottery-Team dann. Shaq war gut. Okay.
Guck mal, die beiden, ich habe die Aufeinandertreffen mal rausgesucht. Mhm. Sie sind in 6 Playoff-Serien aufeinander getroffen. Phil Jackson hat davon 4 gewonnen. Mhm. Was ist die Ausrede dafür? Oh, Shaq und Kobe waren so stark. Oh, Tim Duncan. Oh, was ist die Ausrede? Sag's mir. Es ist ein Record von 4-2. Ja, es ist, ja, es ist eine andere Serie davon entfernt, ausgeglichen zu sein. Es ist jetzt nicht so, dass er ihn zerstört hätte und 6-0 gegangen ist. Ja, Moment, du kannst mal eine Playoff-Serie verlieren, aber trotzdem, was hat Greg Popovich in 2003 gemacht, um mal eins dieser Duelle aufzugreifen? Den 3-time Defending Champion rausgehauen in der 2. Runde, oder nicht? Ja, den Free. Was meinst du, wie müde die waren nach dem Three-Peat? Willst du den Raptors auch jetzt den krassen Credit geben dafür, dass sie die Warriors geschlagen haben 2019? Die Warriors waren verletzt. Ich weiß ehrlicherweise nicht, was mit den Lakers 2003 war, ja, aber ich sag dir, sie waren am Arsch. Okay. Okay. Du willst mir... Also warte mal. Nein, eine Frage. Wenn die Lakers Meister werden, geht der Credit an den Coach. Wenn die Lakers ausscheiden, sind die Spieler schuld, weil sie müde sind. Das ist dein Punkt. Meine ich jetzt ernst. Der Credit für die Championships geht an den Coach. Ausscheiden ist Schuld der Spieler, denn sie sind müde. Das ist doch nicht ausgeglichen. Ich werf dir jetzt einfach Sachen hin. Und, du kannst sagst, du noch lesen mit deinem zerknüttelten Zettel. Ja, ja, und du sagst mir dann immer die Greg Popovich-Ausrede. Beziehungsweise einfach, warum es nicht so krass ist. Erklär mir kurz, warum 6 Titel in 8 Jahren dich nicht in der modernen NBA dich nicht automatisch zum GOAT-Coach machen. Da hat Greg Popovich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal gecoacht. Sag's mir in einem Satz. Und wenn der Satz ist, ja, er hatte Michael Jordan, dann nehme ich es nicht an. Weil 8 Jahre alleine doch nicht ausreichen, um zu sagen, das ist besser als eine fast 30-jährige Karriere mit den meisten Siegen aller Zeiten, mit 4 verschiedenen Championship-Teams. Ja, wenn du 100 Jahre dort bist, dann hast du auch irgendwann wenn die meisten Siege. Wenn wir über Greatness, das meine ich ja, wenn wir über Greatness reden, reden wir nicht darüber, wer hat die meisten Titel. Sonst hätten wir gesagt, Red Auerbach, Punkt, aus Ende. Wir reden ja nun mal darüber, weil es eben andere Blickwinkel gibt. Und deswegen reichen doch 8, so herausragend das ist, nur mal damit das klar ist, natürlich ist es herausragend, 6 Titel in 8 Jahren zu holen. Aber das alleine kann doch nicht ausreichen, um die Diskussion zu beenden und sagen, er ist der GOAT-Coach. Aber ich verstehe diese Argumentation nicht und ich habe das auch so auf dem Internet gelesen. Ich verstehe euch da einfach nicht. Jetzt nur die Jordan-Ära gerechnet, die 6 Titel in 8 Jahren, das macht dich meiner Meinung nach schon zum GOAT-Coach. Ja, aber jetzt pass auf, jetzt kommt immer die Argumentation dann von deiner Seite. Ja, aber Greg Popovich war so lange bei 50 Siegen. Glückwunsch, dass dein Coach dich jedes Jahr zu einem sehr guten Team coacht in der Season und du dann in den Playoffs ausscheidest. Glückwunsch dazu. Er hat nie einen Titel gewonnen ohne Tim Duncan. Weißt du, was das aussagt? Das sagt aus, dass du auch ohne 2, 3 der besten Spieler aller Zeiten 50 Spiele gewinnen kannst und dass du immer eine Möglichkeit findest, das Maximum aus deinem Team rauszuholen. Und du sagst einfach, Phil Jackson wäre dazu nicht in der Lage gewesen. Das hat er aber nie wirklich zeigen müssen. Warum willst du ihm das ankreiden? Nein, ich kreide ihm das nicht. Er hatte Kobe. Er hatte Kobe 2008, als sie die Finals verloren haben. Ja, und was war denn davor, als sie nur Kobe hatten, bevor Gasol kommen? Da ging nichts. Da waren sie nicht mal in den Playoffs. Da war Smush Parker, der Point Guard. Eben, aber... Meinst du, Greg Popovich hätte aus Smush Parker Patty Mills gemacht? Nein, oder das was? Nicht. Aber ja, er hätte ein Playoff-Team aus diesem Team gemacht. Greg Popovich macht seit 26 Jahren das Gleiche. Er verpflichtet sich Spieler, die sehr gut in sein System passen. Das sind meistens Jungs mit einer guten Defense, mit einer sehr, sehr guten Persönlichkeit, die teamdienlich spielen, die keine Star-Allüren haben und aus denen formt er eine Mannschaft, die wirklich sehr diszipliniert Jahr für Jahr 50 Siege einfährt und dann in den Playoffs ausscheidet, weil es eben nicht weiter reicht. Er hat es nur geschafft, mit Tim Duncan, einem der 10 besten Spieler aller Zeiten, jemals einen Titel zu gewinnen und hat es da nicht mal geschafft, jemals zu repeaten. Phil Jackson hatte auch tolles Spielermaterial und hat mit diesen Spielern back-to-back-to-back und das 3-mal gewonnen und dann noch ein Repeat
hinterher mit den Lakers mit Pau Gasol. Greg Popovich ist ein herausragender Taktikcoach, wie man so schön sagt, X's and O's. Das kann er wirklich gut. Phil Jackson ist von mir aus nur der Superstar-Bändiger, der es schafft, mit Egos gut umzugehen. Am Ende des Tages hat er die Triangle Offense von Tex Winter überall bei diesen Top-Teams etabliert. Er hat alle Superstars dazu gebracht, dass sie das spielen, obwohl sie alle keinen Bock drauf hatten, weil es bedeutet hat, sie bekommen weniger Touches und am Ende haben sie alle damit gewonnen. So, und Greg Popovich hatte die Chance, einen zweiten Franchise-Player zu haben und Topstar und Superstar und hat es geschafft, ihn innerhalb von ein, zwei Jahren zu verlieren. Mit Kawhi Leonard, okay, der irgendwann also gesagt hat, ey, ich habe keinen Bock mehr hier zu spielen, ich fühle mich hier nicht wohl. Okay, also der Satz, Tim Duncan, Popovich hat es nie geschafft, Meister zu werden ohne Tim Duncan, ist in meinen Augen ein Eigentor, weil Phil Jackson hat es auch nie geschafft, eine Meisterschaft zu gewinnen, wenn er nicht entweder den GOAT hatte oder zwei Top-8-Player of all time. Naja, hat es auch nur mit einem. Okay, die zwei mit Gasol, Gasol ist eher Top 30, aber 9 dieser 11 Titel waren entweder mit dem GOAT oder mit zwei Top-8-Playern. Aber dann hat er abgeliefert und Popovich hat nicht mal mit deinem Top-Team mit abgeliefert. Einem Spieler, Spurs, mit dem Top-10-Player of All-Time. Und der nächstbeste Spieler war Platz 25, 26, 30 All-Time. Die Spurs hatten Mitte der 2000er das beste Team im Westen. Und sie haben es trotzdem nicht geschafft zu repeaten. Das ist mein Punkt. Und es geht nicht nur um Repeats. Es geht auch darum, dass du mir sagst, 26 Jahre war er so stark, war er so toll. Phil Jackson hat halt nur 20 Jahre gecoacht und wurde 11 Mal darin Meister. Am Ende des Tages, kann ich ihm nicht vorwerfen. Am Ende des Tages habe ich am Anfang dieser Debatte gesagt, dein einziger Punkt sind diese 11 Titel. Nein, und was Mann, ich doch, nach, was ich habe nichts anderes. Triangle Offense, wie er mit den Superstars umgegangen ist. Von wem war die Triangle Offense? Du hast seinen Namen eben erwähnt. Von Tex Winter. Genau, also es war jetzt nicht seine, Phil Jacksons Erfindung. Ist Tex Winter nicht schon davor da rumgelaufen in der NBA? Okay. Gab es irgendein anderes Top-Team, das die Triangle Offense eingeführt hat? Nee, nur mal also. Nur mal so, ja. Also, ich zitiere an dieser Stelle gerne LeBron James, der gesagt hat, um das zu tun, was er in dieser Ära getan hat, musst du der Größte sein, the greatest. Weil sich der Basketball so sehr verändert hat und er mit seinem Mindset es immer wieder geschafft hat, zu wachsen und sich anzupassen und mit dem Game sich zu verändern. Das hat LeBron James gesagt. Es ist, die Liga war am Anfang Inside-Outside, rein zum Big. Mhm. Jedes Mal, wenn du den Ball bringst, rein zum Big, dann gehst du ins Pick and Roll, dann kommt die Zeit, in der wir nur noch Dreier werfen und Pop hat jedes Mal adjusted und jedes Mal einen Weg gefunden, erfolgreich zu sein und Meister zu werden. Und das hat Phil Jackson nicht auf seinem Konto. Und das musst du ihm geben. Nein, ich gebe dir, dass LeBron full of shit ist mit diesem Zitat. Und ich sag dir auch, warum. Zum einen hat LeBron persönlich was gegen Phil Jackson, weil der ihn disrespected hat, als Phil Jackson in New York war. Ja, auch eine große Ära von Phil Jackson in New York, by the way. Ja, Riesenleistung. Debattieren wir gerade GM? Nee, nee. Dann können wir bei Michael Jordan jetzt auch immer in der GOAT-Debatte den GM mit. Nein, nein, ich will das nur einmal sagen. Okay, so. Das ist mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Genau das stimmt nicht. Er hat die Dreierrevolution komplett verschlafen mit den Spurs. Deswegen kam danach auch nichts mehr. Er hatte das nicht. Er hat nicht angepasst. Es hat ewig gedauert, bis er angepasst hat. Und wenn du ihn fragst, was er von der Dreierlinie hält, dann sagt er, ja, mach doch auch nur eine Vier-Punkte-Linie. Das ist ein Zirkus hier. Das sind die Worte von Greg Popovich. Der hat nicht die Dreierrevolution mitgenommen und da war ein Pionier und hat das voll aufgenommen. Einen Scheiß hat der gemacht. Der hat es komplett verschlafen. Deswegen waren die Spurs auch nie mehr relevant, nachdem Tim Duncan weg war. Also, weil er nicht adjusted hat. Ich will mal so viel sagen. 2016... Oder war es 2017? Ich glaube, es war 2016 oder 2017. Wenn du jetzt mit dieser einen Halbzeit kommst. Zaza Pachulia verletzt Kawhi Leonard und bis zu dem Zeitpunkt... Das Gold Warriors Team spielt eine Halbzeit lang schlecht. Nein, die Spurs dominieren eine Halbzeit lang. Und Kawhi Leonard ist überall. Und Kawhi Leonard ist auf... Ihr seid alle wahnsinnig. Ihr könnt doch nicht eine Playoff-Serie... Nein, vorne produzieren aufgrund einer Halbzeit. Nein, ich will damit aber nur sagen, diese Serie, ich sag,
wahrscheinlich hätten die Warriors sie gewonnen, aber zu sagen, er hat diese komplette Ära verschlafen, ist nicht fair, weil er hatte ein Team, was mithalten konnte. Er hatte ein Team, was mithalten konnte in dieser Ära, in der GOAT-Warriors-Ära, wie du gesagt hast. Leider konnten wir aufgrund der Verletzung von Kawhi keine ausgeglichene Serie sehen, aber er hatte ein Team, was mithalten konnte in dieser Ära, oder nicht? Eine ausgeglichene Serie. Ach so, du weißt also, dass es ein Sweep geworden wäre? Das wäre ein Gentleman-Sweep geworden. Okay. Ein 4-1. Sorry, das ist nicht fair zu sagen, er hat alles verschlafen und er hätte in dieser Saison einfach kein kompetitives Team gehabt. Doch, hat nein, er. Nein, ich sage nicht, er hat alles verschlafen. Ich sage nur, was LeBron ihm da attestiert, stimmt nicht. Und LeBron doch. Ist full of shit, weil, okay, LeBron, was of shit. Weil LeBron was gegen Phil Jackson letzter, hat. Mein letzter Punkt. Ich lese dir ein paar Namen vor, ja? Becky Hammon, Quinn Snyder, Monty Williams, Ime Udoka, Mike Budenholzer, Jim Boylan, Mike Brown, Brett Brown und James Borrego, aktueller Hornets Head Coach. Was haben diese Leute gemeinsam? Willst du Udoka wieder rausnehmen? Warum? So wie er aktuell performt bei den Celtics. Ist er ein Head Coach in der NBA gerade? Yes. Okay, was haben diese Leute gemeinsam? Sie waren alle Assistenztrainer unter Popovich. Sie kommen irgendwo aus dem Popovich Coaching Tree. Ja, ja, ja. Hast du den Coaching Tree oder das Coaching Pflänzchen oder den Grashalm von Phil Jackson parat? Muss ich nicht, weil ich muss mich nicht auf solche Pipifax-Argumente stützen, weil ich habe 11 Ringe. Ja, genau! Genau wie ich es vor 30 Minuten gesagt habe, das ist dein einziges Argument von Erfolg. Okay, dann das ist der Inbegriff von Erfolg dann ist Bill als Coach. Dann ist Bill Russell der GOAT, weil es ist auch der Inbegriff von Erfolg als Spieler. Nein, weil dann ist Red Auerbach der GOAT. Warum? Weil Red Auerbach, wie viele Ringe hat er insgesamt als Coach? Ist jetzt die Frage, weil irgendwann war Bill Russell sogar Spielercoach. Ja, also Phil Jackson hat auf jeden Fall die meisten Ringe als Coach. Okay. Ich sage nicht, dass er aufgrund dessen der GOAT ist. Doch, genau das sagst du. Nein, ich sage, weil er es in der modernen Ära gewonnen hat. Und das hat Bill Russell aber nicht noch und das mal, hat Red Auerbach nicht. Du hast viel geredet, aber unterm Strich... Nein, du hast viel geredet, aber dein einziges Argument sind die Ringe. Dein einziges Argument sind, er hat 26 Jahre gecoacht. Nein. Und deswegen... Ich habe dir 150 Argumente gebracht. Nein, du hast mir einfach lauter Bullshit erzählt. Du hast mir diese ganzen Teams aufgelistet, wie stark die waren. Da saß ich hier 15 Minuten und musste mir anhören. Wie oft war Phil Jackson Coach of the Year? Weiß ich nicht. Einmal? I don't know, ich weiß es wirklich nicht. Greg Popovich war dreimal Coach of the Year. Wow. Zählt auch nicht der Award, ne? MVP zählt auch nicht. Zählt schon, aber was zählt am Ende? Meisten Sieger aller Zeiten. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt in diese Debatte reingegangen und hätte dir gesagt, pass mal auf, dein einziges Argument wird sein, oder eins deiner Argumente wird sein, Greg Popovich wurde dreimal im Jahr... Nein. Du lässt mich nie ausreden. Ja, dreimal Coach of the Year. Ja. Und ich hätte jedes Mal dann gesagt, wenn du so aufbringst, ja, siehst du, Aber alles, was du gesagt hast, führt am Ende immer wieder dazu, dass er diese 11 Ringe hat. Du hast einfach nur die anderen Sachen immer nicht angenommen. Und ich habe dir gesagt, er hat Michael Jordan zu einem besseren Spieler gemacht. Ich habe dir gesagt, er hat bei den Bulls das System eingepflegt. Die Bulls waren übrigens auch immer ein Top-Defense-Team. Das ist auch überhaupt nicht sein Verdienst natürlich. Dann habe ich dir gesagt, wie er Shaq und Kobe zusammengebracht hat. Wie er aus Shaq einen MVP gemacht hat von einem großen Typen, der halt viel Potenzial hat, aber noch kein MVP war. Dann habe ich dir gesagt, dass er Pau Gasol und Kobe zur Meisterschaft gecoacht hat. Aber das nimmst du alles nicht hin, sondern du sagst dann immer, ja, aber das sind halt Superstars. Ja, gewinnen Superstars jedes Jahr einen Ring? Wo sind denn dann die Ringe von Paul George und von Kawhi Leonard bei den Clippers? Wo sind die Ringe? Das sind doch Superstars. Also, muss doch klappen. Bevor das hier die längste Debatte aller Zeiten wird, was es vielleicht schon ist. Ich glaube, wir haben beide alles gesagt. Ich... Habt ihr alles zu Greg Popovich gesagt? Statistiken, Rekorde, Auszeichnungen, Titel, die 4 Spurs-Teams, die er entwickelt hat, die er angepasst hat, die er zu Meisterschaften geführt hat. Und nochmal, Titel alleine, Anzahl der Titel, weil sonst müssten wir keine Diskussion im Sport überhaupt führen, wenn man es einfach immer anhand von einem Titel ablesen könnte. Das ist nicht möglich. Bei manchen schon, bei manchen nicht. Deswegen ist, wenn man sich das gesamte Resümee anschaut, ist Pop für mich der GOAT, weil Phil Jackson hat in der Regel nur gecoacht, wenn er auch ein All-Time-Great-Team um sich hatte. Popovich hat dieses Team immer wieder aufgebaut, ist durch Taylor gegangen und hat wieder geschaut, okay, wie kann ich aus diesem Material jetzt wieder ein kompetitives Team machen, was um die Meisterschaft mitspielt. Und das, tut mir leid, aber das hat Phil Jackson in dieser Situation, war er nie. Und die Situation hat er auch nicht angenommen, weil in den Down-Phasen war er meistens dann als Coach nicht mehr zugegen. Dem kannst du nicht widersprechen. Ich habe gerade mitbekommen, was mein Problem hier in diesen Debatten ist. Ich
setze mal sehr viel voraus. Also. Du hast mir wirklich ja 10 Minuten erklärt, wie jedes Spurs-Team unterschiedlich war. Ich kann beim nächsten Mal gerne vorbereiten, dass das 3P1-Team von den Bulls anders war als 3P2-Team von den Bulls. Und jetzt kommt's, das ist so ein typisches Siebes-Argument. Guck mal, er hat ja bei den Bulls einen Goat gehabt auf der Shooting Guard Position. Als er dann zu den Lakers ist, musste er zeigen, dass er seine Coaching-Fähigkeiten auch auf einen Big Man Superstar umstellen kann. Und das hat er auch bewiesen. Und dann musste er zeigen bei dem Pau Gasol Kobe Team, dass man es auf Kobe und Pau Gasol genauso ummünzen kann. Das hat er bewiesen. Damit ist er der Goat, weil er 3-4 verschiedene Teams zu mehreren Ringen hintereinander gecoacht. Aber freu dich für deine All-Time meisten Siege. Wenn ich 30 Jahre coach, habe ich auch die meisten All-Time-Siege. Okay, coach mal 30 Jahre und gewinn fast 70% deiner Spiele. Gewinn die meisten Spiele aller Zeiten und dann können wir gerne nochmal sprechen. Ey, solange ich 19% der Spielzeiten in den Ring hole, bin ich ja der Goat. Zum Abschluss möchte ich dir noch helfen, jetzt in deiner eigenen Basketballkarriere. Du spielst ja jetzt gerade auch in Bochum und ich werde dich jetzt zu einem besseren Spieler machen. Weißt du wie? Ich werde dir jetzt was sagen. Björn, ab jetzt möchte ich, dass du 28 und 12 averaged. Mm. Leute, Rebounds. Schaut euch die Spiele an. Assist. MVP-Kandidat in the making. Wenn es am Ende passiert, bitte all the credit für mich. Damit bin ich durch. Möchtest du noch was sagen? Nee, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich glaube, du kannst auch nichts mehr lesen. Der Zettel wurde zu oft... Das passierte bei dem Scheck-Zitat. Tatsächlich, stimmt. Ja, alles in allem eine sehr unterhaltsame Debatte. Wahrscheinlich viel, viel zu lang, aber es hat großen Spaß gemacht. Und wie immer müsst ihr jetzt entscheiden, wer hier am Ende recht hatte, beziehungsweise wer denn wirklich der beste Coach oder der größte Coach aller Zeiten ist. Ist es Phil Jackson? Ist es Greg Popovich? Ihr habt das Wort. Kommentiert fleißig mit, es geht um einen League Pass Code für einen Monat. Schaut die Debatte bei Björn, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ebenfalls sehr, sehr spannend. Geht um die Lakers und um die Celtics. Und hat wie immer großen Spaß gemacht, Björn. Und, bleibt dran wieder, bis die Kamera ausgeht. Dann wisst ihr eh, was passiert. Na, das glaube ich diesmal nicht. Ihr werdet nächste Woche erfahren, wie unsere wirklichen Standpunkte aussehen. Bis dahin, Leute, danke fürs Zuschauen, haut rein. Ciao.